Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zum heutigen The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Stream. Ja, zuallererst, bevor ich sage, was heute der Plan ist, wie immer die Warnung für unsere Spoileranten und Tippsgeber. Keine Spoiler bitte, keine Tipps. Spoiler bestrafe ich mit einem Bann und Tipps bestrafe ich je nachdem, was ich da lese. Das immer zuallererst bei jedem Zelda Stream. So. Des Weiteren, was ist unser heutiger Plan, mal nicht mit der Story zur Abwechslung weiterzumachen? Ja, ich habe ja gesagt, dass ich montags storymäßig streamen will und freitags eher mehr so erkundungsmäßig. Und ja, ist heute halt ein Freitag, ne? Deswegen ist heute eher mehr Nebenquesten hier so auf dem Plan, bisschen die Welt erkunden. Mein größtes Ziel heute wäre eigentlich zumindest auf jeden Fall die nächste Quelle zu holen, dass ich meine Ausrüstung aufbessern kann. Eventuell sogar auch die zweite, weil das ist ultra wichtig. Ja, beim letzten Mal hatten wir ja den Tempel abgeschlossen. Also den im Himmel. Den hier. Den Eingang zum Windtempel, den hatten wir gemacht. Ja, ich habe nach dem letzten Mal übrigens auch noch mal hier ein bisschen was an so nauen Dingern geholt. Also ich habe zum Beispiel Heißluftballons geholt, Reisekochtöpfe kriege ich bei jedem irgendwie immer mit raus. Ja, und das wollte ich einfach nochmal eben kurz erwähnt haben. So, da oben, da war ich noch gar nicht, ne? Ich müsste mal gucken, dass ich da auch mal hinkomme. Guck gerade nur von wo aus. Naja. Die erste Quest, die ich heute übrigens in Angriff nehmen würde, wäre die Quest mit dem Pferd. Also mit dem goldenen Pferd. Und dafür müssen wir ja zu diesen riesigen Drachen, wofür ich meine Kamera schon mal bereithalte. So, dann komm mal her, Epona. Hallo? Lass mich mitreiten. Runter vom Pferd. Nein? So, irgendwo hier vorne sollte der sein. In der Richtung. Ein Bär? Der haut gerade schon ab. Ich habe einen Wolf. Ich krieg bestimmt noch ein besseres Foto irgendwann hin. So, warte mal, an den Bär schleiche ich mich ran. Was hat der denn da jetzt für komische Gestik gemacht? Hier geblieben. Du gibst bestimmt richtig viel Fleisch. Komm her. Die Bärenjagd ist eröffnet. Wie hält der denn aus? Boah. Vielleicht mit Elektrizität? Hier geblieben. Ey,
Alter, wie viel hält denn der dumme Bär aus? Alter, Kampf ihn umzunieten. Aber dafür kriege ich wenigstens ein bisschen Edelwild. Das hat sich kaum gelohnt. Okay, das nächste Mal hat sich Bärenruhe. Es lohnt sich nicht, die absoluten Murksen. Komm her, mein treues Ross. Da hinten ist unser erstes Ziel. Wir müssen nämlich irgendwo in seiner Nähe ein Goldpferdchen finden. So, jetzt habe ich ein cooleres Foto von dir. Kurze Frage, wie bekämpfe ich dich? Wahrscheinlich einfach drauf schießen, ne? Ein Kopf mochte die Feuerblume schon mal nicht. Ich habe drüber geschossen. Oh, er kommt runter. Ich wurde schon wieder eingefroren. Wisst ihr, wie unhöflich es ist, jemanden die ganze Zeit einzufrieren? Alter, dieser Froststrahl macht ja so übelst Schaden. Ich muss aufpassen, dass ich den nicht abbekomme. Ich könnte ja versuchen, hier die Umgebung zu nutzen. In deine scheiß Visage. So, alle Visagen runtergeschossen. Ich habe den Plan. Ich habe ja ultra viele Bomben, ne? Wieso zünden die nicht? Zünden die. Warum auch immer. Aber kann ich ihn eigentlich auch mit einer Höchstknospe abschießen? Als ob das funktioniert. Mein Boomerang ist an dem abgeprallt. Boomerang funktioniert also nicht. Aua! Toll, jetzt fliegt er wieder. Nimm einfach mal das, was richtig Power hat.
Okay, ich kann es doch blocken. Aber ich kann es logischerweise nicht zurückschleudern. Warte mal. Das Ding an. Alter! Nur noch einen Kopf. Alter, hat der viel Leben. Nur noch ein Kopf. Muss doch irgendeine effektivere Methode geben. Kann ich auf ihn draufklettern? Ich habe gerade keinen Bogen. Oh, jetzt reicht's. Ihm auf den Bauch. In deine Drecksvisage. Ja, halt weiter so still. Langsam geht mir der auf die Nerven.
Ich will da weg. Also was? Ich bekämpfe jetzt Eis mit Eis. Als ob sich der Scheißkopf erholt hat. Danke. Mal, wie viel wird er denn noch fressen? Hallo! Aua! Musst du genau in dem Moment den Kopf wegziehen? Jetzt steht der Kopf schon wieder. Das Vieh regt mich auf. So, ich benutze meine Zeitbomben jetzt einfach für den Bogen. Ach, die fallen dann runter. Wow, bringt das viel. Ich glaube, man muss sich für den echt ein paar krasse Bögen mitnehmen. Und schon wieder down. Für den habe ich nicht die Ausrüstung. Brauche ich erstens stärkere Bögen und wesentlich mehr Feuerfrüchte. Den mache ich wohl ein bisschen später. Ich habe für den einfach nicht die Ausrüstung. Wie viel hatte mein Sonaubogen denn am Stärke? 30. Selbst mit denen habe ich 3 Schüsse gebraucht, um einen Kopf drauf zu kriegen. Ne, den Kampf schiebe ich mir jetzt wirklich noch ein bisschen auf. Also den kriege ich nie im Leben so down. Könnt ihr mal gucken. Ich gehe mal zu dem Stall hier. Ich werde auch die Questen, die man bei den Stellen mitnehmen kann, jetzt erledigen. Aber schön, dass ich erstmal 20 Minuten an einen Gegner verschwendet habe, den ich nicht mal down bekommen habe. Geht immer sehr schön. So,
Der steht ja in jedem von den Teilen. Entschuldigung. Auf einem Monster? Okay. Subtropischen Gegend. Okay. Eine legendäre Waffe. Eine unbekannte Tierart. Wenn sie legendär schlecht ist, dann ich würde weinen. Hier vorne ist auch ein Rezept an der Wand. Diese Leuchtpilze plus einmal diese Tomaten. Da können wir hier mal hier vorne einmal reinwerfen, ne? Tomaten, Leuchtpilz. Was kommt da denn Schönes bei raus? Leuchtpilz, Tomaten, ein Topf. Klingt lecker. Ich überlege gerade. Ich glaube, ich würde das jetzt echt so machen. Ich teleportiere mich hier hin. Dann würde ich gucken, dass ich hier heute auf jeden Fall eine weitere Quelle holen. So, ich kann mir ja direkt mehrere Ziele markieren. Einmal das. Immer das. Also die einfach hier direkt daneben eine Markierung. Ich würde sagen, zuerst zum Turm. Eine Karte aufdecken ist immer wichtig. Wir haben aber Epona jetzt nicht bei uns, ne? Was ist denn das für ein Trupp? Da kommt der wütende Mob. Um sich meinen Kopf zu holen. Hallo? Hi. Ja, was gibt's denn? Ach, das ist der Holm. Okay. Klar. Ich helfe euch gern bei einer Schlacht. Kann ich aber richtig viel abstauben. Ja, ich halte an. Ich habe gehört, Angriff. Ich kümmere mich um den Großen. Ihn doch seine Hand, Waffe gerade aus der Hand geprügelt. Wo ist es hin?
Die schlagen dich wacker. Nimm einfach immer wieder die Waffen und schmeiß die denen entgegen. Das hat gesessen. Nope. Jetzt bist nur noch du da. Lage eingenommen. Hi. Ja? Bin schon bei euch. Nee. Nee, mein gutes Schwert ist weg. Ich kriege einfach fürs Monster verkloppen, ich immer eben kurz 100 Rubine. Wie nett ist das denn? Easy peasy, ich helfe euch immer wieder gern. Guck grad nur, ob hier eventuell irgendwas Wertvolles zum Mitnehmen noch ist. Den habe ich aus der Weite gesehen. Hallo, heute Maid. Okay. Du willst mir nur den Bogen erklären, oder was? Nee, sie hat auch ein bisschen was für mich im Angebot. Ja, ich nehme gerne deine ganze Milch. Die finde ich nicht überall, deswegen... Lass rüberwachsen. Ah. Verkaufen muss ich derzeit nichts. Da kam was runter. Ich könnte mir ein Auto bauen und damit vorankommen. Aber das wäre nicht gerade sinnvoll. Wir wissen, wie das ausgeht. So, gleich sind wir beim Turm. Aber kurz davor ist noch ein Schrein. Ich werde an der Stelle nochmal erwähnen, ne? Wenn ihr nur straight up für die Story herkommt, dann seid ihr bei mir komplett falsch. Das sind für komische Pfeiler. LOL. Diese Pfeiler passen sich an, je nachdem, wie viel Platz unter denen ist. Die sind ja mal ultra cool. Davon hätte ich bitte gern ein paar so Nauteile von diesen Pfeilern. Die sind ja ultra praktisch. Wenn man damit alles irgendwie fest in die Wand setzen kann. Funktioniert das nur nach unten oder würde das jetzt auch von der Seite aus funktionieren? Also wenn ich den jetzt so ranpacke.
Alter, ultra praktisch. Kann man sich ja Plattformen machen. Ich hätte das gerne. Oh, ich sehe jemanden, der Hilfe haben will. Ich helfe dir sofort, nachdem ich hier einmal drin war. Problemfixierung. Ich arbeite jetzt bestimmt mit diesen Säulen. Ja, guck mal, ich sehe da doch schon hier, wie die Säule an sich genutzt wird. Von denen könnte ich mir 100 gönnen. Hier geblieben. Ah, ich verstehe schon. Ich glaube, eine Säule. Kann ich die überhaupt so fixieren? Ja, ich kann die so fixieren, dass sie den Schalter drückt. So, jetzt muss ich nur dafür sorgen, dass das hochgeschleudert wird. Eine Ewigkeit später. Ich verstehe es nicht. Das ist ein Punkt, wo man mir einen Tipp geben darf. Wenn ich hier 10, 20 Minuten sitze an einem Rätsel und ich mal ansatzweise kapiere, was das Spiel von mir will, dann darf man mir einen Tipp geben. So, hier hat Loch. Nö. Als ob das funktioniert. Also, ich weiß nicht, wie es eigentlich geplant ist, ne? Ich habe jetzt einfach nur ausprobiert, ob ich das Ding einfach mit einer Donnerblume abschießen kann. Weil ich nicht im geringsten gereiht habe, wie das Rätsel hier funktioniert. Das, was ich hier gemacht habe, ist definitiv nicht die Lösung. Aber ganz ehrlich, ich habe auch keine andere Lösung jetzt gesehen. Also hier darf man mir wirklich jetzt so nachträglich sagen, was die eigentliche Lösung gewesen wäre. Ob man das irgendwie in ein Katapult umwandeln kann, etc. Weil ich sitze jetzt hier wirklich so 20 Minuten an diesem Rätsel und ich habe es nicht im geringsten verstanden. Also, irgendwie soll man wahrscheinlich das dazu bringen, dass das die Kugel nach da mit irgendwie 200 Stundenkilometer, das ist jetzt nur eine generelle Zahl, hinprügelt. Wo dann trotzdem die Frage bestehen bleibt, wie zum Geier das überhaupt erst passieren soll, dass das auf einmal zum Katapult wird. Ja, guck mal, selbst wenn er es damit voller Wucht gegendonnert, das Ding hat nicht mal ansatzweise genügend Kraft, um das anständig wegzuschlagen. Also, wie gesagt, wenn einer da mir die Lösung, also die eigentliche Lösung verraten will, das darf er dann gerne tun. Ich habe das Rätsel null verstanden. Und ich habe jetzt wirklich einfach nur mit einer Donnerblume auf den Schalter geschossen. Also, das Rätsel muss mir wirklich erklärt werden, wie das eigentlich hätte gemacht werden müssen. Ich habe jetzt so viel Zeit hier dran verschwendet. Irgendwo was, das ich nutzen kann? Nein. Naja, wir haben etwas, das man nutzen kann.
Reicht das schon? Lass einfach mal los, mein Kumpel. Die perfekte Lösung, um die Dinger festzuhalten. Einfach drunter klemmen. Okay, die Säulen sind ultimativ dafür. Jetzt krieg ich wieder ein Gericht geschenkt, ne? Glaube ich, dass das so funktioniert. Stumpfsinnig ist das denn. Einfach den Pfosten da drunter klemmen und dann fällt er nicht um. Also ich sehe ja das Potenzial in den Dingern, ne? Aber dieses eine Rätsel, das ich gerade eben gemacht habe, das schicke ich wirklich zum Teufel. Ich hätte 100 werden können und hätte das Rätsel nicht verstanden. Was haben wir da denn für einen Mördertrupp? Blaue Bockblins und ein blauer Moblin, auch wenn der nicht blau aussieht. Ich wollte die Feuerfrüchte eigentlich noch einsammeln. Ach, da war auch noch einer von denen. Oh, mein erstes Moblin-Herz. Na, lieber ein Soldatenbogen als ein Konstruktbogen. Die Konstruktbögen, die sind echt nicht gut. Um es harmlos auszudrücken. So, zu dem Turm, da wollte ich eigentlich, ne? Boah, da muss ich mich ja durchkämpfen. Der ist einfach mitten in einer Festung. So, der ist tot. Und der ist unten. Und weg. Den Nahtholzstock lasse ich mal liegen. Ich habe keinen Speer, ne? Ich habe einen Ivarok-Bohrer. Und das ist ein Bohrer, den will ich behalten. Aber ich kann die Bomben ja noch anderweitig nutzen. Darf sie nur nicht fallen lassen. Guck mal, da werden mir nochmal zwei Bomben geschenkt. Ich habe eine tolle Idee. Roll mal zurück. Das war's mit meiner Klinge. Synthese schon mal bereithalten. Weil die Kugel ist immer besser als der Mittelblock-Ding. Pack ich mir gerne an den Knüppel. Danke.
Guckt mal, ich hab was Schönes für euch. Oh, der hat eine Rüstung. Wenn ihr euch schon versammelt, nutze ich das. Die Show genießen. Hallo. Danke. Da unten liegen noch mal ein paar Blockblinhörner. Das braucht man für das Filia-Zeug. So, ich nehme da mal den schnellen Weg nach oben. Auch eine Möglichkeit, eine ganze Truppe auszuschalten, ne? Einfach die Irrknospe. Wer hatte eigentlich diese Schwachsinnsidee, hier den Turm aufzustellen? Oh, wie wäre es, wenn ihr euch mal mit euch selbst beschäftigt? Und ich bereite die ultimative Falle für euch vor. Oh, danke. Als ob der Bossbock gerade durch den Blitz gestorben ist. Das war's mit für euch. Immer wieder krass, was man damit anstellen kann. Einfach die Explosion der Vernichtung. Wer muss kämpfen, wenn er einfach hier eben kurz sagt, hey, ich lass mal eben kurz 10 Bomben auf euch fallen. Auch mal, was ich beim Schild ausprobieren wollte, ne? Diesen Scheinwerfer. Ich wollte davon mal einen an den Schild packen. Ich mir dachte, ja, guck mal, dann habe ich eine Taschenlampe. Deswegen wollte ich mir unbedingt mal so einen an einen Schild packen. Einfach nur dafür. So, ich denke mal, das Hindernis für diesen Turm ist schlicht und ergreifend, dass hier eine Armee vorsteht. Ansonsten wird hier nichts sein. Na, guck mal, habe ich den Turm, den ich heute erreichen wollte, ja, erreicht. Einen Moment. Kennt das ja bei Filmsequenzen. Das ist eine Genugtuung. Und hoch in die Lüfte. Bei schlechtem Wetter auch noch.
gut, hier oben merkt man nichts mehr vom Wetter. Immer wieder ein Genugtuung, dieser Anblick. Und Kader aufgedeckt. Ist hier viel Wasser? Und da haben wir unser Himmelsrätsel. Was, glaube ich, sogar genau über dem Feenschrein endet, wo ich hin will. So können wir ruhig über den Luftweg gehen. Ach, in die Richtung. Kommt mir nur so vor, oder bin ich ein bisschen schneller in der Luft geworden? Oh, ein Goldapfel. Guck mal, hier hängt, glaube ich, noch mal so einer am Baum, oder? So, da unten ist unser Ziel. Hier unter mir auf der Plattform sehe ich nichts, also gehe ich direkt hier rüber. Ich habe eine Fee gesehen. Feen sind in meinem Inventar immer willkommen. Möchtest du zu mir runterkommen, kleine Fee? Tu dir auch nichts versprochen. Was für ein majestätischer Vogel. Klar, man kriegt bestimmt ein besseres Foto hin. Aber ist trotzdem ein schöner Anblick. Vielleicht, wenn ich von oben auf die herabspringe, dann könnte ich sie in der Luft einfangen. Oder ist die zu schlau für mich? Die ist zu schlau. Nee, bitte nicht. Ich arbeite wieder mit Raketen. Oh nein. Nach oben? Nein. Kade. Einfach nur geradeaus. Reicht der Schwung? Der Schwung reicht. Oh, hi. Kann ich die eigentlich mit dem Scheinwerferlicht blenden, die Gegner? Nein, die juckt das Licht nicht. Okay, hat mich interessiert. Ich will nicht, dass dein Zeug runterfällt. Die Energiesphären kann ich immer gebrauchen. Von den Funkelfrüchten eigentlich schon mal ein Foto gemacht? Ja. So. Da ist der Zipfel. Ich habe mittlerweile verstanden, dass ich einen Deckensprung habe. Aua! Der nutzt Raketen für richtig schnelle Pfeile. So, erstmal umschauen, bevor ich hier weiter wegdüse.
Allein der hohle Baumstamm da, der sieht sehr verdächtig aus. Und so ein Laubhaufen ist meistens ein Krog. So, Köpfe einziehen hier da unten. Okay, diesmal muss ich mich, glaube ich, auch ein bisschen nach oben katapultieren. Ich bin manchmal selbst davon überrascht, wie gut die Pläne funktionieren. Bist du für mich oder gegen mich? Gegen mich. Ich wollte nur, dass du ein bisschen näher kommst, nicht, dass dein Zeug runterfliegt. Was für Fische haben wir hier denn? Ein uralter Narovaner. Von euch habe ich noch kein anständiges Foto. Ich will die halt immer fotografieren in ihrer natürlichen Umgebung. So, und jetzt der Masterplan. Einfach ein ganzes Bündel draus machen. So, dann rausziehen. Muss ich nicht ins Wasser? Ja, ich verstehe schon, wie das funktioniert. Einmal Wasser ablassen. Und irgendwie muss ich das befestigen. Ah, ich verstehe schon wie. Vielleicht kann ich es ja irgendwie schaffen, das Ding generell hier oben zwischen zu klemmen, ohne dass es runterfällt. Ja, hat funktioniert. So, komm her. Wilde der Weisen. Und ein stinkiger Fisch. Wie funktioniert eigentlich diese Technik, dass das Wasser zurückkommt, sobald ich das wieder nach unten setze? Solange ich das anständig draufsetze, funktioniert das. Das haben wir gerade gesehen. Hier noch so ein Gate, das ich hochhalten muss. Aber weiter hoch geht nicht. Wenn ich das Gate da vorne höher mache, zählt das für das andere mit? Ich kann ja das eine Teil abpacken, dann wissen wir es. Ich weiß halt nicht, ob das für beide zählt. Zählt für beide. Das war das Problem. Diese Fischis liegen jetzt auf dem Trockenen. Ein kurzer Zauberstab? Wahrscheinlich kann man damit wesentlich mächtigere Stäbe machen, die Kugeln feuern. Beispielsweise, wenn ich einen Opal dran schmeiße. Warte mal, wir haben ja mehr als genügend davon in unserem Inventar. Wo haben wir sie denn? Nehmen wir doch einfach mal so ein. Da
guck, der macht so dreifach statt einem. Okay, ich krieg einen Gleiter angeboten. Abfahrt! Dich ignorieren wir einfach mal. So, wo ist hier der Schrein? Guck mal, reicht auch gerade so, dass man hier rüberkommt. So, tschüss. Danke für deine Dienste. So. In welche Richtung liegt jetzt der Schrein? Hier oben ist 100 pro ein Schrein. Damit man an das Teil ständig drankommt. So. Da kommt eine große rein, weil dann kriegen wir richtig viel. Bin gespannt, was sie hier rausbekommen. Bitte ein paar von diesen Pfosten. Rädchen. Energieautarkes Genaubauteil. Okay. Das war noch nicht alles, oder? Scheinwerfer, Rädchen, Raketen und Zeitbomben. Ey, das erste Ding, was ich sehe, das nicht diese Kochtöpfe beinhaltet. In welche Richtung muss ich dich eigentlich setzen? Irgendwo was am Himmel? Ich kann nicht Richtung des Baumes da hinten setzen. Kann ich am Ende des Tages doch da gucken. Oh, es war gleich Blutmond. Was ist denn da für eine riesige Ach, warte mal. Das ist das Startgebiet, Shining. Das Startgebiet. Die Reihe da, die habe ich schon fotografiert. Wir sehen auf jeden Fall wieder richtig viele von diesen Knollen. Was ich an den Himmelsinseln so toll finde. Man findet hier haufenweise Funkel- und Feuerfrüchte. Das mag ich. Auf dem Baum ist nichts. Das sehe ich von hier. Da ist ein komischer Apparat. Ich kann mich ja einmal kurz da hoch zum Baum schleudern. Einfach nochmal kurz gucken. Kann ja easy peasy wieder zurückfliegen. An dem Baum sind richtig viele Äpfel. Aber wenn ich den fälle, dann fallen die Äpfel doch eh in den Abgrund. Boah, guckt mal. Da ist ein richtig interessantes Konstrukt. Ja, jetzt passiert halt einmal Blutmond, ne? Ich würde eigentlich auch gerne beim nächsten Stream einen Erkundungsstream machen, weil wir letztes Mal zweimal Story gemacht haben und das ein bisschen ausgleichen will. Okay, hier scheint gleich der Schrein. Ich kann mir auf jeden Fall ja schon mal den Teleportpunkt hinsetzen, ne? Weil ich den schon mal hab. Jetzt muss ich nur den Schrein selber irgendwie aufdecken.
Das ist so nett. Das Teil zeigt mir halt die Richtung an. Ich muss das einmal um 180 Grad drehen. Wenn ich da jetzt hingehe, dann fällt das runter. So, das dreht sich. Wo hängt jetzt meine Kiste gerade ab? Ich finde es gut erreichbar. Hab sie geöffnet, bevor sie runtergefallen ist. In einer Karte drin. Da ist bestimmt die letzte Funkelrüstung drin. Tschüss. So, und jetzt muss ich den Weg ja nur so umstellen, dass der da mir einen Weg hinführt, ne? Und erscheine. Dir, dem Darbringer des Kristalls, schenken wir ein Licht, das die Finsternis bannt. So, da ist unser Schrein. Mit dem wir wahrscheinlich innen drin nichts machen müssen. Wahrscheinlich, sag ich. Da, wo diese Kapselspender sind, ist irgendwie immer ein Schrein direkt daneben. Ja, sag ich doch. Hier müssen wir einfach gar nichts tun. Der Weg selber war die Herausforderung. Auch wieder ein Diamant. Die könnten mir so viel Angriffsstärke geben. Aber ich behalte die, weil die braucht man bestimmt für irgendeine Aufwertung später. Ach, ich könnte mir ein weiteres Ausdauer-Upgrade gönnen. Als nächstes holen wir uns den Feenschrein da unten. Er müsste sogar eigentlich quasi direkt unter uns sein. Ja, kommt hin. Einigermaßen. Ach, da drunter ist auch nochmal eine Ebene. Ach, wieder mit so einem Mittelblock-Typ. Na gut, den kann man sich ja mal beim nächsten Mal gönnen, ne? Genau hier will ich runterdroppen. Danke für den Flug. Ich sehe sogar schon den Schrein, der daneben ist. Bin perfekt gelandet.
Ich sehe doch jetzt schon, dass das ein Albtraum hier wird. Okay, ich arbeite wieder mit den Säulen. Wahrscheinlich, um das Teil ab und zu blockieren an der einen oder anderen Stelle. Oder um eine Plattform hier zu errichten, die den Ball einfangen kann. Wäre auch möglich. Wieso ist der jetzt so komisch gesprungen? Nehmen. Ganz weit nach oben. Und in die Wand stecken. Deckensprung und durch da. Den Teil habe ich verstanden. Wow. Was ist denn das für ein Billo-Geschenk? Also im Grundprinzip finde ich diese Säulen praktisch. Sollte man das blockieren? Ich hole mir auch mal die andere Platte. Kann sein, dass man die braucht. Okay, so wäre ich auch locker an die Kiste dran gekommen. Ich verstehe, wie man die Teile nach da oben bekommt. Dass man von dort aus die... Jetzt ist nur die Frage, wie ich das am besten mache. So, erstmal nur eine Platte abgelöst. Ich hätte die Idee, die einmal flach da dran zu packen. Ein bisschen weiter hier vorne. Und dann das in die andere Richtung drehen. Ja, das würde funktionieren. Wo ist meine Platte hin? Ich hatte da noch eine Platte dran. Ist die runtergerutscht? Ich habe mir doch die Platte nie eingebildet. Ist die weggerutscht? Warte mal, versuchen wir es mal kurz ein bisschen anders. Ja, das Teil selbst ist noch da, aber die Platte ist weggerutscht irgendwie. Ich warte gerade auf die... Hä?
Ach so, die musste da nur drauf irgendwie. Ich habe mich gerade gefragt, hä, wie ist die Kugel jetzt da hingekommen? Die musste einfach nur da unten in so eine komische Schienenbahn, die ich nicht mal gesehen habe. Doch, ich habe unabsichtlich geschafft. Ich würde aber gerne, wie gesagt, die Feenquest heute noch schaffen. Dafür müssen wir jetzt hier... Also wir brauchen jetzt hier... Unsere Musikanten. Die müssten irgendwo da unten gammeln. Ich wollte schon sagen, das hier sieht so verdächtig aus. Was hast du denn da für ein komisches Konstrukt? Ja? Was stimmt? Okay. Oh, die Knochenpferde, die waren richtig cool. Ja, wieder ein Knochenpferd sehen. Den Esel kann ich fotografieren, oder? Ein schönes Tier. Da sind die Musikanten, ich sehe sie. Ich gucke gerade nur, ob mein gefiederter Freund auch hier irgendwo gammelt. Habe ich das Rezept beisammen? Butter, Rohrzucker, Ei und Weizen. Rohrzucker, Butter, Weizen. Jetzt brauche ich nur noch ein Ei. Ich habe kein Ei. Ja, ich kriege einen Treuepreis. Gib mir meinen Preis. Ja. Bett nicht, da habe ich in dem besseren Bett pennen. Ach, da ist mein gefiederter Freund. Ja, ich will zur großen Fee. Ja, da hoch will ich. Wo ist denn der Flötenspieler? Wo ist der? Sag's mir. Ja. Im Stall der Hochebene. Wie weit ist das denn weg? Okay. Das ist sehr weit weg. Das machen wir, glaube ich, dann doch nicht heute.
Was hast du denn noch für mich im Angebot? Ja, bin ich. Ja. Sind das zwei Gerudo-Damen? Okay. Ja, sollten wir. Haben wir dieselbe Friese? Ja, so fast. Es sind sogar drei nette Damen. Erfülle ich eure Erwartungen? Boys sind übrigens Mentner bei den Gerudos. Warum wollt ihr meinen Untergang? Habt ihr mehr als genügend Kugeln? Danke. So, das war alles, was ich hier wollte. Etwas, was ich noch gern ausprobieren will. Einfach nur als Bestätigung. Da den Opal mal wieder wegnehmen. Stattdessen Rot und Nied draufpacken. Einfach nur als Bestätigung, ob das dann wirklich mehr Kugeln sind. Ja, das ist eine Kugelerweiterung. Okay, an Zauberstäbe immer Rot und Nied und so weiter dran. Ja gut, Leute, ne? Ich würde sagen, für heute haben wir dann genug getan. Hab ein bisschen erkundigt, hab an einem Rätsel versagt, beziehungsweise verzweifelt und dann einfach es weggebombt. Schön, dass das auch eine Option ist. Jedenfalls, wenn es euch heute gefallen hat, dann lasst ein Abo und ein Like auf YouTube später da. Ein Follow auf Twitch. Gegenseitig ist natürlich alles verlinkt. Und von YouTube verabschiede ich mich an der Stelle als erstes. Ciao und bis zum nächsten Mal.